Hallo Booktube und herzlich willkommen auf meinem Kanal Polyglot Reading. Mein Name ist David und ich rede hier vor allem über Klassiker der deutschen, englischen, französischen, italienischen und jiddischen Literatur. Heute möchte ich eine besondere Reihe starten, in der ich einzelne Klassiker der jiddischen Literatur vorstelle. Da das Jiddische eine Nischensprache ist, über die nicht so viel allgemein bekannt ist und über die gerade im deutschen Sprachraum aus historischen Gründen einige Fehlvorstellungen kursieren, habe ich ein separates Einführungsvideo gemacht, verlinke ich hier oben, in dem ich auf ein paar Grundlagen der jiddischen Sprache und der jiddischen Literatur eingehe. Wenn euch das interessiert, schaut und hört da gerne mal rein. Ansonsten hat auch Thomas vom Kanal Schundleser kürzlich ein flammendes Plädoyer für die jiddische Literatur auf seinem Kanal gehalten. Auch das ist als Einstieg lohnenswert, verlinke ich euch auch hier oben. Aber wenn ihr euch entsprechend vorbereitet fühlt oder keine Vorbereitung braucht, kommen wir direkt zum ersten Buch dieser Reihe. Beginnen möchte ich heute mit dem Familien- und Gesellschaftsroman Die Familie Karnowsky von Israel Joshua Singer. Wer sich ein bisschen mit jiddischer Literatur auskennt, wird jetzt vielleicht stutzen und sagen, Singer, habe ich schon mal gehört, aber heißt der nicht mit Vornamen Isaac Bashevis oder Isaac Bashevis? Und genau da sind wir auch schon beim Kernproblem, dass wir mit dem literarischen Vermächtnis von Israel Joshua Singer haben, nämlich der große Schatten des kleinen Bruders Isaac Bashevis, der nicht nur die Gnade des längeren Lebens, sondern auch den größeren literarischen Ruhm hatte, der seinen Gipfelpunkt 1978 in der bisher einzigen Verleihung eines Nobelpreises für Literatur an Isaac Bashevis Singer als einen jiddischen Autor hatte. Heute geht es aber dezidiert um den großen Bruder, um Israel Joshua, der wahrscheinlich eben vor allem deswegen weniger bekannt ist, weil er leider schon 1944 plötzlich im Alter von nur knapp 50 Jahren verstorben ist. Mit der Familie Singer haben wir übrigens ein ähnliches literarisches Phänomen wie mit der Familie Mann. Eine Häufung von literarischer Begabung, von hochkarätigen Autoren innerhalb einer Familie. Neben Israel Joshua und Isaac Bashevis gab es nämlich auch noch eine große Schwester, die älteste der dreien im Bunde, Esther Singer, später verheiratete Kreitmann, die auch sehr produktiv schriftstellerisch tätig war und das Leben der jiddischen Kultur auch explizit aus einer weiblichen Perspektive beschrieben hat und damit auch eine absolute Ausnahmeerscheinung zu ihrer Zeit in der jiddischen Literatur war, was ihr das praktische Leben nicht unbedingt erleichtert hat. Auch darüber und über ausgewählte Romane von Esther Singer-Kreitmann werde ich sicherlich ein oder zwei Videos machen. Aber für heute zurück zu Israel Joshua Singer. Der Roman Die Familie Karnowsky ist, wie es der Titel schon nahelegt, primär ein Familien- und Gesellschaftsroman, der in drei Teile gegliedert ist. Jeder dieser Teile folgt einer Generation der Familie Karnowsky. Mit diesem Roman habe ich persönlich eine ganz besondere Beziehung und deshalb habe ich ihn auch für dieses erste Video über einen jiddischen Klassiker ausgewählt. Denn das ist der Roman, der mich dazu motiviert hat, Jiddisch zu lernen, um mir diese Literatur in der Originalsprache zugänglich zu machen. Kennengelernt habe ich ihn interessanterweise zuerst über eine italienische Booktuberin, Chiara Martini, die die italienische Übersetzung dieses Buches vorgestellt hat. Und deswegen habe ich auch als allererstes diese italienische Übersetzung gelesen, hier dieses Exemplar La Famiglia Karnowsky aus dem italienischen Verlag Via Delphi. Das ist meine besondere persönliche Geschichte mit diesem Roman und weswegen er mir also auch besonders am Herzen liegt. Bevor ich auf den Roman eingehe, noch ein paar Sätze zur Biografie von Israel Joshua Singer. Das hat er, denke ich, verdient. Geboren wurde er 1893 als Spross einer chassidischen Rabbinerfamilie in der Kleinstadt Biłgoraj im Südosten des heutigen Polens. Das gehörte damals aber noch zum russischen Zarenreich. Und Biłgoraj ist übrigens die Partnerstadt der baden-württembergischen Stadt Crailsheim.
Seit 1916 arbeitete Israel Joshua Singer als Journalist und zum Teil auch als Korrektor und Übersetzer für jiddische Zeitungen in Warschau, in Moskau und Kiew. Ab 1924 war er dann auch als Korrespondent für die amerikanische jiddischsprachige Zeitung Vorwärts als Korrespondent tätig, aber eben als Europakorrespondent. Also er war noch in Europa ansässig. Aber diese Arbeitsverbindung in die USA, die erleichterte es ihm bereits 1934, als er sah, in welche Richtung sich das politische Klima in Deutschland entwickelt, in die USA zu emigrieren und nach einiger Zeit auch seinen kleinen Bruder Isaac Bashevis nachzuholen. Schriftstellerisch tätig war Israel Joshua schon ab ungefähr 1922. Da begann er, erste Novellen zu publizieren. Sein erster Roman, Stahl und Eisen, erschien 1927. Es folgten dann einige erfolgreiche Romane wie Josche Kalb, wie Die Brüder Ashkenazi. Und im Jahr 1943 erschien dann sein letzter vollendeter Roman, Die Familie Karnowski. Im Jahr darauf, 1944, starb er plötzlich und unerwartet mit 50 Jahren zu Hause in seiner Wohnung. Einige Quellen sagen an einer Thrombose, andere Quellen sagen an einem Herzinfarkt. Was auch immer es war, es scheint eine sehr plötzliche, unvorhergesehene kardiologische Komplikation gewesen zu sein, die ihm so jung das Leben kostete. Worum geht es nun in diesem Roman, Die Familie Karnowski, und was macht ihn auch heute noch interessant und lesenswert? Der Roman beschreibt das Leben von drei Generationen Karnowskis von den späten Jahren des 19. Jahrhunderts bis in die Zeit des Dritten Reiches. Und anders als viele andere jiddische Romane von Romane jiddischer Autoren zu dieser Zeit spielt der Roman aber nicht in der abgegrenzten Welt des jüdischen Städtel, sondern inmitten der deutschen Gesellschaft, konkret vor allem in der Metropole, in Berlin. Und er beschreibt in einer sehr lebendigen Weise die grundverschiedenen Ansätze quer durch alle jüdische Schichten, sich mit der sie umgebenden Welt der Nichtjuden, der Nichtfrommen zu arrangieren, sich entweder bewusst durch Wahrung der jüdischen Tradition abzugrenzen, abzukapseln oder sich aktiv durch Anpassung zu assimilieren und das in unterschiedlichen Graden. Und die Spannung, die sich daraus sowohl innerhalb der jüdischen Gemeinde, aber auch ja innerhalb der einzelnen jüdischen Familien ergeben, als auch die ja sehr unterschiedlichen Reaktionen der christlichen oder säkularen Gesellschaft auf die sehr unterschiedlichen Maß assimiliert, nur sich abgrenzenden jüdischen Mitbürger. Die werden in diesem Roman an ja persönlichen Beispielen aus dieser Familie Karnowski sehr eindrucksvoll, sehr facettenreich, mitreißend, zum Teil auch ans Herz gehend beschrieben. Auch sehr interessant, das Standesbewusstsein und die bewusste Abgrenzung innerhalb oder zwischen verschiedenen jüdischen Gruppen, die Abgrenzung so der arrivierten und assimilierten, besser gestellten Juden, die sich auf dem Sprung ins Berliner Bürgertum gesehen haben, gegenüber dem, ich sag mal, ländlichen und unaufgeklärten jüdischen Proletariat, das um die Jahrhundertwende auch in größeren Zahlen in die Hauptstadt drängt und in Berlin vor allem dann im Scheunenviertel seinen Platz hatte, also Region, wo heute das Kino Babylon und die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz liegen. Das kursierte dann damals auch unter dem Namen Jüdische Schweiz, so ein bisschen geringschätzig, dieses kleine Leuteviertel dort. Dieses Standesdünkel der verschiedenen jüdischen Gruppen untereinander kommt auch sehr schön in diesem Roman heraus. Der Roman setzt ein mit David Karnowski, Sohn einer Holzhändlerdynastie. Der Roman beginnt noch in der polnischen Provinz, im Heimatort Melnitz, dieses David Karnowski. Er ist ein frisch verheirateter junger Mann, wie alle Karnowskis, etwas stur und eigensinnig. Und dieser junge Mann eckt nun in der traditionellen Synagoge seines Heimatorts an, weil er ja etwas eigensinnig ist, weil er sich auch offen zu den fortschrittlichen Ideen der Haskala, der jüdischen Aufklärung, bekennt und
In den daraus entstehenden, so halb öffentlichen Diskussionen argumentiert er, intellektuell und rhetorisch überlegen, wie er ist, auch den örtlichen Rabbiner in Grund und Boden und demütigt ihn geradezu. Und damit ist natürlich das Tischtuch zwischen ihm und der jüdischen Gemeinde schon fast zerrissen. Und als dann auch in der Synagoge noch auffällt, dass David nicht das traditionelle Gebetbuch hat, sondern einen Kommentar zum Pentateuch von Moses Mendelssohn, so dem jüdischen Religionsphilosophen der Aufklärung schlechthin, hat, ein Buch, das absolut als ketzerisch gilt, da kommt es zum Eklat. Der Rabbiner konfisziert dieses Buch, David wehrt sich dagegen, stemmt sich dagegen, verlangt die Herausgabe und kurz und gut, David sieht dann keinen anderen Weg, als gemeinsam mit seiner jungen Ehefrau Lea diese engstirnige Heimatgemeinde zu verlassen und nach Berlin zu ziehen. Und dort findet er gleichgesinnte, fortschrittlich orientierte Juden und auch eine zu dem Zeitpunkt noch hinreichend offene weltliche deutsche Gesellschaft, die einigermaßen tolerant gegenüber assimilierten oder assimilierungswilligen Juden ist. Und David Kanowski beschreitet nun einen um 1900 herum recht typischen Weg, eine Gratwanderung zwischen einem aufgeklärten Judentum, das auf der einen Seite bestimmte religiöse und kulturelle Traditionen wahrt, aber hinreichend weltoffen ist, um sich in die bürgerliche Berliner Gesellschaft zu integrieren. Und David eignet sich mit einem ungeheuren Fleiß ein fehlerfreies, akzentfreies Deutsch an, um leichter integriert und akzeptiert zu werden. Er wird ein erfolgreicher Kaufmann, ein angesehenes Mitglied sowohl der Kaufmannschaft als auch seiner progressiven jüdischen Gemeinde. Er wird dazu sozusagen so etwas wie ein Meinungs- und Stimmungsführer. Er führt bei sich zu Hause einen kulturellen Salon, in dem er einige jüdische Intellektuelle um sich schart, die ähnlich wie er denken, entlang dieser Gratwanderung zwischen Fortschrittlichkeit und Bewahrung der Tradition. Für ihn ist ja diese Gratwanderung ganz zentral. Das sind auch zwei Lebensmottos von ihm, die im Roman immer wieder auftauchen, zum Teil aus seinem eigenen Mund, zum Teil aus dem Mund von ihm nahestehenden Personen. Das eine ist der gute, alte, goldene Mittelweg. Also weder die Tradition noch die Assimilation übertreiben. Das zweite Motto macht auch deutlich, wie das praktisch umgesetzt werden kann. Es lautet: zu Hause ein Jude, auf der Straße ein Deutscher. Also in der Familie das Pflegen der jüdischen Traditionen und Kulturen, aber nach außen ein vollwertiges, gleichwertiges Mitglied der deutschen Gesellschaft sein. Demonstrativ wird der erstgeborene Sohn von David und Lea dann auch Georg Moses genannt. Also ein deutscher und ein jüdischer Name. Und David Kanowski steht damit und auch mit dieser Benennung des Sohnes für einen um die Jahrhundertwende nicht unüblichen weltanschaulichen und kulturellen Spagat der gebildeten jüdischen Schichten, der zwar seine Tücken hat, der aber für David Kanowski und seine Familie über einige Jahrzehnte hinweg sehr gut funktioniert. Ein Spannungselement kommt dadurch zustande, dass Davids Frau Lea, für sie ist dieses Leben mit dieser weltoffenen, assimilierten Art nicht so ganz das Richtige. Sie fremdelt damit sehr lange. Sie ist geistig eigentlich immer noch in dem Städtel der polnischen Kleinstadt zu Hause. Sie sehnt sich dahin zurück, nach dieser Vertrautheit, Wärme und Geborgenheit. Sie sucht eher den Kontakt zu den einfacheren, wenig assimilierten Ostjuden im Berliner Scheunenviertel, die ihr einfach das Vertraute, das Heimelige, den Geschmack, den Tam der Heimat geben, die sie in den intellektuellen Salon ihres Mannes so sehr vermisst. Und Singer gestaltet hier in diesem Umfeld eine ganz unvergessliche Figur dieses sehr queerligen und geschäftstüchtigen, aber sehr warmherzigen Kaufhausbesitzers Salomon Burak, der gemeinsam mit seiner Frau ein sehr unassimiliertes jüdisch Sein demonstrativ jüdisch lebt, bei denen zu Hause jiddisch gesprochen wird und die für Davids Frau Lea auch ganz wichtige Anlaufpunkte sind, ein Stück Heimat, für David Kanowski aber ein rotes Tuch, eine beständige Erinnerung
an die rückständige, bornierte jüdische Gemeinde zu Hause, an unassimilierte und aus seiner Sicht damit auch unkultivierte Juden, auf die er, der arrivierte Bürger und Kaufmann, herabschaut. Eine kleine Komplikation kommt auf, als die Tochter Salomon Buraks, Ruth, sich hoffnungslos in Georg Moses Kanowski verliebt, also in den Sohn von David und Lea. Und als Salomon Burak es aber wagt, eine mögliche Heirat zwischen den beiden Familien auch nur anzudeuten, das ist für Davids Standesdünkel absolut undenkbar, in einer geradezu demütigenden und erniedrigenden Weise weist er das von sich und weist Salomon Burak die Tür. Etwas komplizierter wird es dann noch mit der nächsten Generation der Kanowskis, mit Georg Moses Kanowski, der eine etwas wilde Jugend hat, dann aber noch sozusagen auf den rechten Weg findet, der aber die Assimilation noch einen Schritt weiter treibt, viel weiter als sein Vater das gutheißen kann. Zum einen verlässt er die Händler- und Kaufmannstradition. Das empfindet der Vater schon als Schlag ins Gesicht, dass der Sohn nicht das Geschäft des Vaters übernehmen möchte, sondern er studiert Medizin und er wendet sich auch völlig und demonstrativ vom jüdischen Glauben ab, wird Atheist und steht auch öffentlich dazu. Und durch die Augen Gregors erleben wir jetzt aber auch aus einer etwas anderen Perspektive die ja politisch und gesellschaftlich gärenden 1910er und 1920er Jahre, auch in seinem Studentenmilieu, auch mit einigen auch ja ebenso unvergesslichen gestalteten Figuren wie seinem medizinischen Mentor von Gregor, dem Dr. Landau, also ein selbstloser, etwas kauziger jüdischer Arzt, der sich in Berlin-Neukölln aufopferungsvoll für die medizinische Versorgung Mittelloser einsetzt. Und ja, Dr. Landaus Tochter Elsa, das ist eine Studienkommilitonin von Gregor, seine erste ganz große, aber unerfüllte Liebe, die zwar eine äußerst ehrgeizige Medizinstudentin ist, sich dann aber ganz auf die politische Arbeit stürzt und auch Reichstagsabgeordnete für die Kommunistische Partei wird. Und so trennen sich dann erst einmal die Wege von Georg und Elsa. Der Erste Weltkrieg bricht aus und für die assimilierten Juden ist es ganz selbstverständlich auch für Kaiser, Volk und Vaterland als Deutsche in den Krieg zu ziehen. Und so zieht auch Georg dann im Sanitätsdienst in den Ersten Weltkrieg. Nach seiner Rückkehr wird ihm klar, dass es keine Zukunft für ihn mit Elsa gemeinsam gibt, denn Elsa legt ihre Priorität ganz auf die politische Arbeit und wird alles diesem Ziel unterordnen, möchte keine Ehe eingehen und sich keine Familie ans Bein binden. Und ja, Georg stürzt sich dann resigniert erst einmal in die Arbeit, fokussiert sich auf Gynäkologie und arbeitet sich dann hoch bis er Leiter einer der renommiertesten Geburtskliniken Berlins wird und heiratet schließlich auch eine Krankenschwester aus seiner Klinik, die Theresa Holbeck. Und das ist nun für den Vater David Kanowski eine echte Katastrophe, denn Theresa ist eine Schickse, so nannte man nicht-jüdische Frauen. Das ist also nicht genuin ein Schimpfwort, sondern das ist einmal der jüdische Begriff für eine nicht-jüdische Frau. Und das ist für David Kanowski ein No-Go. Das belastet die Vater-Sohn-Beziehung sehr. Das führt zum richtigen Bruch mit jahrelanger absoluter Funkstille zwischen den beiden. Die Mutter Lea zwischen den Stühlen versucht zu vermitteln, schafft es aber erstmal nicht. Mit dem Sohn von Georg und Theresa, Joachim Georg getauft oder genannt, genannt dann in Zusammenziehung dieser beiden Namen Jegor oder Jegorchen, beginnt dann eben diese dritte Generation der Kanowskis, der wir in diesem Roman folgen. Dem Namen nach Joachim Georg, also bewusst ohne jegliche Anklänge an eine jüdische Herkunft, ist Jegorchen aber vom Aussehen her ein Karnowski und damit ein Jude durch und durch. Er erfüllt alle Klischees an ein jüdisches Aussehen. Und das wird für ihn fatal, denn seine Jugendjahre fallen jetzt zusammen mit dem Beginn der Nazi-Herrschaft und der Judendiskriminierung und Judenverfolgung in Deutschland. Und die Szenen, wie Jegor das erlebt, auch die Szenen, wie er
in der Schule gezielt gepiesackt und bis aufs Blut gedemütigt wird, die sind ja auch sehr detailliert beschrieben und die sind für selbst als Leser an manchen Stellen sehr schwer erträglich. Ein besonders perfides Element kommt noch dazu, dass Jegors Onkel mütterlicherseits, Hugo Holbeuk, ein Kriegsverlierer und eigentlich einer gescheiterten Existenz, ein waschechter Nazi und Antisemit ist, der eben sein kümmerliches Ego durch das Braunhemd und die Hakenkreuzbinde aufwertet und nun großen Einfluss auf Jegor nimmt. Und ja, Jegor entwickelt psychologisch etwas sehr Diffiziles, Interessantes, aber auch Herausforderndes, nämlich in einer Art pervertierten Variante eines Ödipus-Komplexes wird Jegor selber zu einem glühenden Antisemiten, voller Vaterhass und voller Selbsthass. Er verehrt die blonde, zarte, feine, arische Mutter und er kann gar nicht verstehen, wie diese den jüdischen Vater überhaupt hat lieben und heiraten können. Und er hasst den Vater und dessen Jüdischkeit. Und ja, weil er jüdisch ist und weil diese Jüdischkeit des Vaters natürlich auch für seine eigene, für Jegors Jüdischkeit und für die erlittenen Demütigungen verantwortlich ist. Also eine sehr komplizierte Vater-Sohn-Konstellation, die dort beschrieben wird. Die Karnowskis erkennen Gott sei Dank sehr frühzeitig, in welche Richtung sich die Lage im Deutschen Reich entwickelt und können frühzeitig in die USA auswandern. Dort wird aber vieles das, was sie vorher kannten, viele Verhältnisse, auf den Kopf gestellt. Die neue Situation erfordert eine ganz andere, ganz neue Art von Assimilationsleistung. Unterschlupf findet man zuerst bei entfernten Verwandten, die aber viel stärker traditionell religiös leben, auch einen ganz anderen eigenen Weg gefunden haben, sich mit der amerikanischen Gesellschaft, in der sie leben, zu arrangieren. Und Amerika hat auf die besser gestellten jüdischen Ärzte, Bankdirektoren und Kaufhausbesitzer aus Europa auch nicht gewartet. Die werden eher als Konkurrenz empfunden. Was man braucht, sind eigentlich ja, einfach Arbeitskräfte. Und die tatkräftigen kleinen Personen, die Arbeiter oder auch die gewieften, pfiffigen kleinen Händler, die haben es da viel leichter, sich zu integrieren, sich zu arrangieren, sich wieder hochzuarbeiten. Aber die Familie Karnowski, David, der arrivierte Kaufmann und Georg, der Klinikleiter, tun sich da sehr schwer. Und Singer beschreibt in diesem letzten Teil des Romans den weiteren Weg der Familie, oder besser gesagt jetzt der Sippe Karnowski, aber auch einiger anderer wichtiger Figuren, die wir aus dem Berliner Teil des Romans kennen und auch lieben gelernt haben. Und ja, wie viele Schicksale hier nun in Amerika eine ganz andere, unerwartete Wendung nehmen. Manche Personen plötzlich aufblühen, wie Davids Frau Lea, die jetzt hier wiederum ja jiddisch sprechende Kreise finden, die ihr diese Städtelatmosphäre vermitteln können, und andere Personen wiederum, die an den neuen Herausforderungen scheitern. Einen besonderen Raum nimmt natürlich der weitere Werdegang von Jegor Karnowski ein, der sich besonders schwer tut, mit der neuen Sprache und Kultur vertraut zu werden. Und er findet perverserweise vorübergehend eine Art Heimat in einem völkisch orientierten, nazi-freundlichen Bund deutschstämmiger Amerikaner in Yorkville. Und er erlebt da Gruppenzugehörigkeit, Jugendcamps mit ähnlichen Elementen, wie das Sommerlager der Hitlerjugend wahrscheinlich auch geboten haben. Und er möchte nun in einer völligen Verkennung der Realität dessen, was ihm als Halbjuden blüht, zurück ins Deutsche Reich auswandern und sich der braunen Bewegung anschließen. Und, er wird dann vom deutschen Konsulat aber als Spitzel angeworben, um die jüdischen Migranten auszuspionieren. Und das bringt natürlich eine ganze Reihe weiterer Konflikte und Spannungselemente mit sich. Mehr Details über die sich dann im letzten Drittel des Romans zuspitzende Handlung möchte ich nicht verraten. Für manche politisch korrekte Leser wahrscheinlich schwer verdaulich, aus der Feder eines jüdischen Autors hier einen jüdischen Antisemiten präsentiert zu bekommen.
Ja, aber so ist es nun mal weder die Realität noch die Literatur sind voll ideologiekompatibel, sondern sie sind, wie sie sind. Und das menschliche Denken und Handeln kann im Guten wie im Schlechten faszinierend oder erschreckend facettenreich und vielschichtig sein. Die Familie Karnowsky ist aus meiner Sicht ein vorbehaltlos zu empfehlender Familien- und Gesellschaftsroman über eine wichtige Epoche der deutschen und europäischen Geschichte, über ganz verschiedene Spielarten jüdischer Identität unserer Gesellschaft. Aber trotz dieses ganzen mal theoretischen, komplizierten und auch konfliktbeladenen Überbaus war sehr packend, erzählerisch, spannend geschrieben. Man taucht ein in diese Familie, man fiebert mit, man erlebt das Leben der Familie mit. Viele der Figuren sind einfach sehr einprägsam und lange im Gedächtnis bleiben, sehr originell, aber sehr glaubwürdig gezeichnet, bietet eine Insider-Perspektive über unsere Gesellschaft, die wir bisher nicht besonders oft gehört haben, weil leider bisher erschreckend wenig von dieser jiddischen Literatur für uns überhaupt in Übersetzung zugänglich ist. Deutsche Übersetzungen der Familie, des Romans Die Familie Karnowsky sind aktuell leider nur antiquarisch erhältlich. Da aber in der Regel für kleines Geld über die üblichen Plattformen wie Booklooker, ZVAB, ApeBooks und so weiter. Wichtig ist bei der Suche immer, Karnowsky mit V zu schreiben, nicht mit W, wie wir das sonst im Deutschen meistens mit den auf Ofsky oder Efsky endenden Familiennamen tun und mit I statt Y am Ende, sonst findet man den Roman nicht. Kleiner Makel an der deutschen Übersetzung: Sie ist leider nicht direkt aus dem jiddischen Original erfolgt. Es gibt einfach kaum mehr Übersetzer, die beide Sprachen gleichermaßen gut beherrschen, sondern sie ist aus dem Englischen oder aus dem Amerikanischen heraus erfolgt. Aus dem Umweg über eine Drittsprache geht sicherlich einiges verloren, aber so ist es nun mal. Das tut meiner Empfehlung für diesen Roman trotzdem keinen Abbruch. Wer Jiddisch kann, sollte sich natürlich das Original gönnen. Das ist kostenfrei online über die Webseite des Jiddisch Book Center in den USA verfügbar. Also Israel Joshua Singer, Die Familie Karnowsky, ein zeitloser und lesenswerter Klassiker der jiddischen Literatur. Ich hoffe, ich habe euch das Buch auf diesem Weg etwas schmackhaft machen können. Schreibt gerne dazu etwas in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ob ihr von dem Buch oder von diesem Autor schon einmal etwas gehört oder gar etwas gelesen habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Tschüss und ciao.